Jetzt kommt die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Diejenige, die sicherlich von allen Reiterinnen und Reitern, die hier an den Start gehen, am häufigsten in Aachen am Start war. Sie ist diejenige, die sicherlich am häufigsten in Aachen auch gewonnen hat, von allen Reiterinnen und Reitern, die hier in dieser Prüfung im CDIO 5-Sterne-Grand-Prix heute sich den Richtern gezeigt haben. Und sie hat Qantas mitgebracht, DSP Qantas genauer gesagt. Ein sehr begabtes Pferd für viele Teile dieser Aufgabe. Und das ist schon mal ein Highlight, das sie hier gerade gesetzt hat. Eine tolle Trabverstärkung, eine kleine Unebenheit kurz vorm Ende der Diagonalen. Aber die Isabel Dee ist so geschickt, da wird kein großes Problem draus. Sie hat so ein bisschen die Balance verloren und trotzdem war es am Ende eine sehr, sehr schöne, ausdrucksvolle Trabverstärkung. Das ist das Highlight, das Erste, was sie hier setzt, nämlich die doppelte ganze Traversale. Und Isabel ist eine Meisterin im Reiten von Traversalen. Es gibt kein Pferd, das nicht bei ihr Noten im höchsten Bereich bekommt für ihre Traversalen. Jawohl. Guter Übergang zum Halten, vielleicht ein bisschen zu doll sich gesetzt. Dadurch ist das rechte Hinterbein dann nachher nach hinten ausgewichen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, etwas bedächtiger das Halten und das Rückwärtsrichten damit zu beginnen. Sehr schöne Trabverstärkung. Und das macht eben eine Weltklasse-Reiterin aus. Jetzt hat sie geschaltet, hat gesagt, ich muss einen halben Gang zurücknehmen, darf nicht ganz so viel Gas am Ende geben. Und dadurch ist das ein sehr, sehr schönes Traben im starken Tempo gewesen. Gute Passage, sehr schöner Übergang in die Piaffe. Auf der Stelle wird hier getrabt und sie bleibt wirklich auf der Stelle. Ich fand eine gute Einleitung zum Traben auf der Stelle, das ist das Kriterium der Piaffe. Und das Zurückgehen in die Passage war gut, leichter Widerstand in der Anlehnung. Und jetzt kommt das, was dem Qantas schwerfällt, beziehungsweise wo die Richter wissen, da können wir keine Höchstnoten geben, das ist der Schritt. Die Kriterien des Schrittes sind der Takt, der ist recht ordentlich, dann der Fleiß, der ist auch recht ordentlich, aber dann kommt das entscheidende Kriterium in diesem Falle, was eben sicherlich noch Luft nach oben ließe, das ist nämlich die Ergiebigkeit im Vorfußen aus der Schulter heraus und im Überfußen. Deshalb gibt es hierfür natürlich keine Höchstnoten. Hier der versammelte Schritt, da muss sie sehr aufpassen, den Takt zu halten. Das ist ihr recht ordentlich gelungen und jetzt weiß sie genau, jetzt hat sie das hinter sich und jetzt kann sie wieder das zeigen, was in den beiden drin steckt, nämlich eine ordentliche Passage, eine schöne Piaffe, ja, etwas mehr Energie hätte man sich gewünscht und, wenn man ganz kritisch ist, eine Idee mehr, die Hinterbeine unter das sogenannte Hüftlot schwingen lassen. Die Hinterbeine arbeiten so ein bisschen nach oben heraus. Das ist jetzt nicht perfekt, das Gute ist aber, dass sie ganz sicher den Takt hält. Sehr schönes Angaloppieren, sicheres Galoppieren, dafür gibt es eine extra Note und jetzt geht es in die Zweierwechsel. Jawohl, jawohl, sehr schön, gut, jawohl. Sicheres Durchspringen, ich würde sagen nicht absolut easy going, aber Isabel weiß auch, sie muss erstmal fehlerfrei durchkommen. Und dann geht es darum, die Lektion mit echter Brillanz zu zeigen. Das ist wieder eine typische Isabel-Lektion, richtig nach vorne den starken Galopp anlegen, schöner Wechsel, weit durchgesprungen von hinten. Jetzt kommt wieder dieses Traversieren im Zickzack, im Galopp, höchster Schwierigkeitsgrad, ganz viel Koordination, Balance, feines und dennoch effektives Einwirken
des Reiters, der Reiterin ist erforderlich. Sehr schön. Und immer wieder nach links bzw. nach rechts gestellt und gebogen. Sehr sicher. Auch rechtzeitig beendet, sodass sie jetzt genügend Raum sich geschaffen hat, Zeit hat, um jetzt in die Einerwechsel einzusteigen. Und da hat sie gut begonnen, auch die Wechsel jetzt, die einzelnen Wechsel gut und weit durchgesprungen. Top! Nicht wunderbar gemacht, muss ich sagen. Also eine Leistung, vor der man nur den Hut ziehen kann. Jetzt geht es nochmal zum Schluss in die Pirouetten hinein. Eine Lektion, die Isabel hervorragend reitet. Warum? Weil sie wirklich in der Lage ist, den Galopp vor der Pirouette so zu verkürzen, so zu versammeln, dass sie wirklich auf der Stelle galoppieren kann. Sehr sicherer Wechsel. Auch das ist wichtig, dann wieder den Fluss der Bewegung nach vorne anzulegen, nicht im Pirouettengalopp stecken zu bleiben, um dann noch einen fliegenden Wechsel hinzukriegen. Zweite Pirouette sehr gut gelungen. Prima. Und jetzt geht es in den Trab hinein. Da wünscht man sich immer so ein bisschen, so unterrichte ich das immer, so ein bisschen aus dem Schulter herein, in diese Lektion zu gehen. Und jetzt noch einmal großes Traben, großes Zulegen aus der Hinterhand heraus. Und dann kommt, ich würde mal fast sagen, Isabels Traumlektion, die Mittellinie Passage, dann Übergang in die Piaffe. Und es ist interessant, die Mechaniken der Pferde zu beobachten. Talent muss man mitbringen, um gut zu piaffieren. Im Seitenbild sieht es sehr schön aus. Eine Idee mehr Eigendynamik und vor allem etwas mehr Eigendynamik im Augenblick des Überganges von der Piaffe in die Passage hinein. Aber die Passage jetzt sehr schön getragen, gut im Bergauf. Und jetzt steht er, aber der Chefrichter wird sehen, hinten breit. Aber wichtig, erstmal ruhiges, sicheres Stehen. Und das trotz des großen Applauses hier im Deutsche Bank Stadion in Aachen. Und den großen Applaus hat sich Isabel total verdient. Denn das war eine wirklich gute Runde. Auch für das deutsche Team ganz wichtig, so eine Reiterin als erste Starterin zu haben. Die hat erstmal schön gepunktet, richtig was vorgelegt. Das gibt den anderen Reitern natürlich Sicherheit, Vertrauen. Dann können sie versuchen, auf der Basis dann ihre Pferde auch zu zeigen. Aber wenn man erstmal so ein Ergebnis hat, dann ist das Reiten als Zweiter, als Dritter und als Vierter etwas einfacher. Isabel, Gratulation, tolle Runde und toi, toi, toi für den Grand Prix Spezial.